Ja, servus Jungs und Mädels. Ein Touch auf dem Halbi drauf geschmissen und da habe ich heute mal probiert zu machen. Ganz einfach Hackfleisch, Kartoffeltopf. Und wie das ausschaut, das sehen wir jetzt da kurz. Das ist bloß Hackfleisch, ein wenig Paprika, Zwiebeln, ein paar Kartoffeln. Und wenn wir das gemacht haben und was wir da alles braucht haben dafür, bleibt es dabei, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Also an Zutaten für unseren Hackfleisch-Kartoffeltopf. Da brauchen wir einmal Hackfleisch, da habe ich jetzt 500 Gramm. Dann habe ich Kartoffeln, die muss ich noch klein würfeln. Dann habe ich ein wenig Bacon, dann nehme ich den Schwarten mit her gleich. Den tue ich mit auslaufen. Dann habe ich ein Chorizo, tue ich mit rein. Zwiebeln, klein gewürfelt bloß. Paprika, die habe ich in so kleine Streifen geschnitten. Und ein wenig Knoblauch, das sind so zwei Zehen, da kann jeder dann nehmen, wie viel er braucht. Anlöschen tue ich das Ganze dann mit Rotwein. Aufgegessen mit Gemüsebrühe. Und da habe ich noch stückige Tomaten, die tue ich mit Öl zum Aufgegessen halt. Anbrauen tue ich das Ganze dann mit Sonnenblumenöl. Im Dutchofen, da nehme ich den von Barbecue Toro. Den kleiner wieder, den DO45 und würzen ganz einfach Salz, also Salz, Pfeffer. Dann habe ich ein wenig vom McAllister's Outdoor Cooking von Christian, so ein Medicopter und ein bisschen so Chili con Sales. Das war's an die Zutaten. Dann können wir können wir das Fleisch anbrauen und den Bacon und dann sehen wir sie am Dutchofen. Ich hole jetzt ein bisschen Öl rein in den Dutchofen, das ist soweit heiß. Dann fange ich an mit dem Bacon und den Schwarten da lege ich mit ein. Dann lassen wir den Steak ein wenig, den Bacon ein wenig anbrauen. Dann tue ich Zwiebeln dazu und den Chorizo. Das tue ich aber dann wieder essen und mache mit Hackfleisch weiter. Das haben wir jetzt ein bisschen. Oh, der Speck hat jetzt ein wenig Farbe gekriegt. Jetzt tue ich mal die Zwiebeln rein. Und die Chorizo. Lassen wir den noch ein wenig anschwitzen und dann essen. Und dann das Hackfleisch ein. Also gut, die Speck, Zwiebeln und Chorizo, die haben soweit. Die tue ich jetzt essen. Und das da in den Schalen rein. Da war Zwischenfahrten. Und dann da ein geiles Hackfleisch rein. Schauen wir, ob wir das Essen bringen ein wenig. Da ist natürlich jetzt von der Chorizo ein wenig Fett aus drin, aber das macht nichts. Das passt gleich fürs Hackfleisch. Dann nehmen wir das ein wenig anbrauen und dann habe ich alle Zutaten habe ich unterschlagen, ein bisschen Tomatenmark da mit hin, wenn das dann soweit anbrauen ist. Also gut, das Hackfleisch, das ist jetzt schön krümelig anbrauen. Und so gebe ich her und da tue ich das Gemisch, Bacon, Chorizo
und Zwiebeln wieder dazu. Und da gleich ein wenig der Tomatenmark mit drunter. Nur zwei Esslöffel was. Ja, da ich das einmal nochmal mischen, dass sich das alles schön vermengt. Und dann nehmen wir den Rotwein rein. Nehmen wir es einmal ein wenig anlöschen dann. Also reichen, dass er das hervorragend jetzt. Durch den Chorizo mit den Beuten. Ein bisschen an Rotwein rein. Den werden wir jetzt ein wenig reduzieren. Und dann machen wir das ganze Gespül nochmal. Ja, der ist schon reduziert, sieht man. Jetzt nehmen wir nochmal was ein. Also, jetzt machen wir weiter. Der Rotwein, der ist schon verdampft. Jetzt tue ich ein bisschen Brei rein. Weiß ich jetzt noch nicht, wie viel ich brauche. Sicher schon. Und jetzt tue ich gleich die Stückchen Tomaten noch mit hin. Den Knoblauch können wir auch gleich mit rein. Und jetzt würde ich den mittleren Brenner wieder ausmachen, dass ich bloß links und rechts ein wenig leicht erhitze. Und da kann man es dann würzen auch gleich. Dann machen wir mal den mittleren aus. Jetzt lassen wir es einmal ein bisschen kecheln. Jetzt haben wir ein bisschen Salz rein. Füllt euch da jetzt gar nicht euch Salz, weil der Balken ja auch gesalzen ist. Ein wenig am Pfeffer. Gewürztechnisch mal halt jeder dann selber, wie er meint. Jetzt tue ich da mal von dem Medikopter. Und Christian sein. Auch ein bisschen was rein. Und ein bisschen von den Speedy Gonzales. Mal hier nochmal anschmecken. Ich tue aber jetzt die Paprika kleine mit ein. Und die Kartoffeln, die gleich gewürfelten. Dann rühren wir das alles ein wenig durch. Sicher ist es schon, ob ich nur mal ein Brei brauche dann. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich würde ich nur mal einen brauchen. Ja, dann tue ich gleich noch mal einen rein. Ein bisschen da. Und dann lasse ich das einmal, ja, ich räche einmal eine Stunde oder was, bis auch die Kartoffeln ziemlich weich sind oder bissfest, je nachdem, wie man es will. Und so lassen wir es jetzt. Jetzt tue ich den Deckel drauf und dann sehen wir sie später wieder.
Ja, ich würde es natürlich auch probieren für euch. Da habe ich jetzt Hackfleisch, Kartoffeln, überall ein wenig was, Paprika. Wird natürlich heiß sein. Also das ist einmal frei geworden, würde ich sagen. Das ist wieder einmal ein Top-Gericht. Wir werden es jetzt schmecken, aber. Und dann komme ich dann nochmal zum Schluss zum Fazit. Ja, kommen wir zum Schluss, zum Fazit. Ich darf sagen, also das ist wieder wirklich gelungen, das Gericht. Das war top. Hat jedem geschmeckt. Und das Einzige, was ich vielleicht einmal probiere, dass ich da mal Champignons auch mit reintue. Könnte was sein, ich weiß es nicht. Aber das muss ich mal probieren. Aber so im Großen und Ganzen war das wirklich top. Der Chorizo, der Bacon, die Paprika, was wir alles so drin gehabt haben, die Zwiebeln und von der Gewürzung her, also auch den Medikop, da hat man ein wenig rausgeschmiert, bloß das Chili, da habe ich ein wenig Zwängel gehabt, das hätte man nur ein wenig nachwürzen können mit dem Chili, aber ansonsten war das wirklich einwandfrei, muss ich sagen. Und irgendwann da oben kommt jetzt noch mein Logo wieder, könnt ihr wieder draufklicken, kostenlos abonnieren. Und die Glocken, die was ich nicht gemacht hat, aktivieren. Ansonsten, da würde ich sagen, sehen wir sich beim nächsten Video. Ich lasse mir da wieder was einfallen, was ich mache. Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal, habt ihr euer Oberpfalz Barbecue.